Fibonacci-Trading in den unteren Zeiteinheiten. Wir blicken hier live auf die Märkte und werden auch gleich einen Trade eröffnen. Ich werde euch meine Gedanken erklären. Ich werde zeigen, wie ich das Ganze hier analysiere und werde dir das alles Schritt für Schritt erklären, dass du es auch für dein eigenes Trading nutzen kannst, egal wann du das anwenden möchtest. Bevor es jetzt losgeht, aber noch ganz kurz die Risikowarnung und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, es gab eben eine Entscheidung oder eine Verkündung von US-Inflationsdaten. 8,5% daraufhin diese Reaktion des Marktes. Wir sind hier am 61er Fibonacci Retracement im D1-Chart, das ist der deutlich übergeordneten Zeiteinheit, nämlich an diesem Bereich hier sind wir gerade am 61er Retracement. Wir wollen ja an den unteren Zeiteinheiten traden und deswegen werden wir hier uns selber noch einmal einen Fibonacci-Indikator einzeichnen und zwar einen Indikator oder setzen ihn da an, der zu dieser Situation hier geführt hat. Wir sehen hier, dass in diesem Bereich wir mehrfach hier oben Widerstand erfahren haben. Ich gehe mal ganz kurz hier zurück. Also hier sehen wir es Widerstand, 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 Widerstand und dann begann der Abwärtstrend. Das heißt, wir sind hier in der Gegenbewegung. Wir messen also von hier oben vom letzten Hochpunkt, bevor diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier sehr schön mit der Maus nachgehen, begonnen hat. Also von hier bis hier messen wir und sehen jetzt hier die entsprechenden Fibonacci Retracement Level. Also hier am 38er gab es gute Einstiegsmomente, wie wir sehr sehen. Das 50er haben wir komplett überrannt. Am 61er sind wir dann so ein bisschen, ja, hat der Markt erstmal durchgeschnauft. Das 61er einmal vom D1-Chart, einmal unser 61er jetzt hier und sind dann ans 78er herangelaufen, was ja das Umkehr-Retracement ist. Das heißt, wenn der Markt hier rüber geht, dann spricht das dann für weiter steigende Kurse. Aber hier haben dann einfach viele diese Gewinne hier mitgenommen. Man könnte jetzt hier oben einsteigen und auch wieder fallende Kurse spekulieren und dann gegebenenfalls am 61er, 50er oder vielleicht sogar 38er, je nachdem, wo der Kurs hinläuft, dann wieder in die Gegenbewegung gehen. Das ist ja das, was man in unteren Zeiteinheiten dann auch mehrmals machen kann, sowohl mal einen Short Trade, mal einen Long Trade, also auf steigende oder fallende Kurse gehen. So, jetzt sind wir so ein bisschen mittendrin. Das heißt, jetzt hier irgendwie einzusteigen macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, weil er kann ab diesem Punkt jetzt nochmal das 78er anlaufen und dann könnte man hier oben auch wieder auf fallende Kurse spekulieren oder er läuft hier das 61er an, dann könnte man hier Einstiege finden. Also immer so ein bisschen sich die Basis suchen, wo gucken Trader hin, wo gehen sie nach einer Bewegung raus oder wo steigen sie in die Gegenseite wieder ein. Da muss man jetzt einfach Geduld haben, das ist so. So mittendrin macht das gar keinen Sinn. Ich wollte eigentlich hier oben mit euch einsteigen, aber gut, wenn man denn so ein Video macht, dann klappt das manchmal auch nicht gleich alles so mit der Technik hier und dann hat man die Chance schon vertan. Aber es sind ja kleine Bewegungen hier, also da ist jetzt noch nichts verloren. Also wir haben jetzt uns die Sache angeguckt, Moving Averages haben uns jetzt hier oben erst einmal nicht geholfen. Hier unten waren sie auch, haben sie auch jeweils entweder Widerstand oder Unterstützung geboten. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht auch, warum steigen die Märkte hier, wenn die Inflationsdate oder die Inflationsrate 8,5% in den USA ist, announced wurde und da eigentlich auch noch das Ziel ein bisschen überschritten hat. Ich halte es für eine Marktreaktion, die jetzt hier vielleicht gerade korrigiert wird. Und von daher werden wir hier noch arbeiten können und Geld verdienen können. Ich kann es nicht sagen, vielleicht hat der Markt mit noch mehr, noch schlimmeren Zahlen gerechnet. Das ist manchmal auch nicht ganz so rational zu erklären. Wir warten jetzt mal ab. Ich nehme euch gleich wieder hier mit rein. Wir haben jetzt hier unser Setup gemacht. Wir haben Fibonacci eingezeichnet und sind jetzt so ein bisschen hier mittendrin. So, die US-Börsen haben wir jetzt eröffnet. Wir sind also tatsächlich hier jetzt noch weiter runtergefallen, auch unter das ein oder unter beide 61er Retracements und sind jetzt hier in einer kleinen Bodenbildung im 50er Bereich und könnten jetzt hier wieder dieses 50er Level für einen Trade-Einstieg in den unteren Zeiteinheiten nutzen. Man sieht natürlich hier, dass es deutlich mehr sich bewegt und schwingt und ja, Volatilität da ist um die einzelnen Bereiche als in höheren Zeiteinheiten, aber nichtsdestotrotz könnte man hier mit einem entsprechenden Trade hier am 50er reingehen. Entweder macht man das, wenn man am Platz ist, indem man manuell drauf drückt, oder man könnte das auch programmieren. So, und um die 34.400 werden wir dann auch jetzt einsteigen und
wieder auf steigende Kurse spekulieren. Das heißt, den Stop-Loss werden wir relativ eng setzen, nämlich hier unter dieses Level. So, hier werden wir ihn hinsetzen. So, jetzt wird es interessant. Wir haben uns hier auf das 61er Retracement rangearbeitet, an das eine und jetzt auch an das zweite hier. Jetzt muss man selber entscheiden, möchte man jetzt die fast 60 Euro hier mitnehmen und sich neu orientieren. Es kann sich auch eine gewisse Range heute ausbilden, im unteren Bereich so um die 50, dann 61er wird interessant und im oberen Bereich das 78er Level. Also, wir nehmen die 63 Euro jetzt hier mit und sind jetzt erst einmal raus und würden jetzt weiter gucken, okay, wo bieten sich Einstiege, kann man nochmal Short spekulieren, kann man wieder Long spekulieren. Ich nehme euch gleich wieder mit. So, nach 2 Stunden wollen wir jetzt nochmal drauf blicken und wir sehen hier sehr schön, auch wenn wir einige Ausreißer haben, dass wir doch in der Range, die ich auch angesprochen hatte, sowohl hier unten im 50er Bereich als dann auch im 61er Bereich und hier oben begrenzend im 78er Bereich immer wieder auch Long- und Short-Trades machen konnten. Auch hier unten finde ich es sehr schön, auch beeindruckend ist, wie ja auf dem Pip genau hier der 61er bzw. beide 61er hier immer wieder auch schöne Einstiege ermöglicht haben. Was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, wir sind hier in der unteren Zeiteinheit, das heißt, die Kurse schwanken auch etwas stärker. Das heißt, man sollte auch dem Stop-Loss mehr Luft zum Atmen lassen, weil wie wir hier auch schon wieder sehen, am 78er, ja, da geht er natürlich mal ganz kurz drüber, das sind ja hier nur ja, wenige Pips oder Punkte im DAX, wie gesagt, wenige, beziehungsweise wir sind ja an der Wall Street, wenige Punkte, ja. Also wir sehen, dass man auch sehr schön mit dem Fibonacci-Indikator in den unteren Zeiteinheiten hier nochmal arbeiten kann. Wir hatten eine Inflationsdatenveröffentlichung mit drin und hatten hier mehrere Möglichkeiten, sowohl Long als auch Short Trades zu machen. Man muss natürlich die ganze Zeit am Platz sein, das ist klar. Wir sind hier in der unteren Zeiteinheit, hier muss man am Platz sein, hier muss man die ganze Zeit die Kurse beobachten und dann sind es auch mehrere Trades, weil man, wie gesagt, kurze Bewegungen hier auch mitnimmt. Guck mal, hier gehen wir jetzt schon wieder runter. Das heißt, hier auch in diesem Bereich hätte man jetzt auf fallende Kurse setzen können, weil hier ja die Widerstandszone aus dem 78er ist. Wir laufen hier das vielleicht das 61er wieder an, wo man gucken könnte, wieder auf steigende Kurse zu gehen. Also es hat sich hier ja sehr schön eine gewisse Range herauskristallisiert und die kann man auch sehr schön dann traden. Das funktioniert natürlich in allen Märkten, nicht nur hier im Dow Jones, funktioniert auch im Ölmarkt, im Goldmarkt, in den Währungsmärkten, auch im DAX und so weiter und so weiter und hier dann in unteren Zeiten. Aber man braucht ja irgendwie einen Indikator, um gewisse Punkte wie hier zum Beispiel zu finden, wo könnte man jetzt mal wieder einsteigen, wo wird die Luft dünner, wo nehme ich vielleicht meinen Gewinn mit. Und wir hatten es hier gesehen, es stieg dann noch etwas, okay, das weiß man halt nicht, man hinterher ist man dann immer schlauer, aber viele von euch haben sich das gewünscht, auch Fibonacci-Trading in den unteren Zeiteinheiten, nicht nur im D1-Chart. Ja, was soll ich sagen? Wir haben wieder das 61er Retracement mehr oder weniger auf dem Pip genau angelaufen. Also wer jetzt noch am Fibonacci-Indikator zweifelt, auch in den unteren Zeiteinheiten, wie mächtig er dort sein kann, ja, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Wenn du alles lernen willst über den Fibonacci-Indikator, wie man ihn einzeichnet, wie man ihn verändert, wie man diese Punkte findet, wie er zusammenarbeitet mit dem Moving Average, wie die ganze Chartanalyse funktioniert, wie das mit den Wirtschaftsnachrichten ist, welche Auswirkungen haben Notenbankentscheidungen, Inflationsdaten und, dann geh auf unsere Homepage tradingdusche.de. Dort findest du eine kostenlose, ganzheitliche, komplette Trading-Ausbildung mit über 260 Videos. Sie ist, wie gesagt, for free. Bei uns brauchst du kein Geld investieren, nur noch deine Zeit. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier Schluss mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn weitere Videos dieser Art in den unteren Zeiteinheiten gewünscht sind, gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch, wir wünschen euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden.